KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer, an dich, liebe Kate, und natürlich an dich, lieber Erik. Dankeschön. Mensch, das ist ja eine warme Begrüßung hier. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben jede Menge Filme, die wir zu besprechen haben heute und Serien ein bisschen was und Rätselecke gibt's, yay, ist Kate heute dran. Mal gucken, was uns aus dem Bereich Harry Potter gefragt wird. Nein, doch nicht, okay. Dann kommt was anderes, wir sind gespannt. Jetzt erstmal geht es um den Sneak-Film. Fantastische Tierwesen, komm. Genau. Jetzt geht es erstmal um den Film Come On, Come On, den wir, in der Sneak Preview hatten. Und ach so, ich kann ja mal ein bisschen teasern noch, was wir noch haben. Wir haben die Rezensionsdisc von Krass Klassenfahrt bekommen. Ja, das hatte ich übrigens meiner Tochter gezeigt. Ich dachte, das ist irgendwas Lustiges hier, irgendwie so eine Schulkomödie und so. Und habe ihr gezeigt, die Blu-ray, die wir hier bekommen haben. Ich sage, hier, willst du mal gucken bei dir? So, nee, das ist total scheiße. Sie kennt die Serie. Sie hat da mal reingeguckt und so. Da war ich schon in guter Stimmung, was mir die Rezensionsdisc da. Aber mal schauen, wie es uns gefallen hat. Sie hat dich dann verprügelt, oder? Nee, sie hat gesagt, nee, will ich nicht haben. Ja, dann The King's Man und Queen Pins besprechen wir. Und ich habe den neuen Uwe Boll-Film Hanau, wo es um das Hanau. Den Terroranschlag von dem Nazi da geht, habe ich mir mal angeschaut. Uwe Boll, sehr mit Vorsicht zu genießen. Mal gucken, was er da aus Hanau gemacht hat. Ich habe extra mal noch keine Wertung hier eingetragen. Und mal gucken, was uns noch so... Ah, die Kate hat bei Star Trek Picard reingeguckt und ich habe auch noch ein paar Serien. Dazu später mehr oder auch nicht, wenn die Zeit nicht reicht. Jetzt beginnen wir erstmal mit Come On, Come On. Ein Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, von Mike Mills gedreht. Und es geht um einen Radiomoderator. Entschuldigung, eher so ein Podcast oder sowas machen die, ne? Oder Radiosendungen nehmen die auf, irgend sowas in der Art. Und er reist durchs Land. Sie haben da auch so Finanziers, die dahinter stehen, hinter diesen Sendungen, die sie machen. Und er hat da die Aufträge bekommen. Und sie fahren in Schulen und in irgendwelche Tagesstätten und interviewen dort Kinder aus allen möglichen Schichten und aus allen möglichen Gegenden der USA, sprechen so mit denen über ihre Vorstellung der Zukunft und wie aktuell ihr Leben ist und was sie so bewegt und sowas. Und während das passiert, bekommt er mal die Nachricht von seiner Schwester, mit der er sich vor einigen Jahren so ein bisschen entzweit hat, dass irgendwie sie muss weg aus Los Angeles, weil die sind noch zusammen, es ist noch ihr Mann, ne? Sie leben bloß getrennt, glaube ich, ne? Es ist nicht ihr Ex-Mann. Ihr Mann und Vater ihres Kindes, der wohnt in San Francisco, ist auf jeden Fall ein bisschen weg und hat psychische Probleme und der hatte wohl schon früher mal so psychische Probleme und er müsste eigentlich mal wieder in eine eingewiesen werden, damit sich um ihn gekümmert wird, und sie will zu ihm hinfahren, um das mit ihm zu regeln, weil er auch ein bisschen abweisend ist. Er will das nicht, da eingewiesen werden, und sie denkt, sie kann da mit ihm sprechen, dass er das dann machen lässt, und plant ursprünglich mal übers Wochenende da hochzufahren. Problem ist nur, dass ihr Kind, ihr siebenjähriges Kind, für den findet sie so schnell jetzt keine Betreuung, weil das doch ein bisschen kurzfristig ist, und sie braucht halt jemand, der auf Jesse aufpasst, und ja, irgendwie so der Onkel, also quasi Joaquin Phoenix, der Johnny, der bietet sich halt an, sagt, okay, komm, ich kann mich da um ihn kümmern, ich komme zu dir nach L.A. und pass auf ihn auf in deinem Haus. Und er hat nun, außer diese Interviews, die er so mit Kindern führt, hat er jetzt mit Kindern nicht so viel am Hut. Er hat auch eine zerbrochene Beziehung, die er mit sich rumschleppt so ein bisschen, und hat auch noch so ein Päckchen zu tragen, und er muss erstmal überhaupt mit dem Kleinen irgendwie klarkommen, der natürlich mit 7 Jahren, das ist jetzt kein Baby mehr, dem du ein paar Bauklötze hinstellst, sondern der will schon beschäftigt werden, und er hat auch Fragen und redet viel und hat sehr viel Fantasie und
Er kümmert sich um ihn und es kommt dann dazu, dass die Mutter doch länger bei dem Mann bleiben muss, weil es doch nicht so schnell geht. Er wird eingewiesen dann auch und er will, dass sie noch ein bisschen bei ihm bleibt. Der Mann wird übrigens gespielt von Scott McNairy, der in der absolut großartigen Serie Halt and Catch Fire mitspielt. Sehr empfehlenswerte Serie, die ist auch abgeschlossen, wo es um so die Computergeschichte der Computer geht und sowas. Großartiges Ding. Jedenfalls, sie müssen länger bleiben. Das bedeutet natürlich, dass Joaquin Phoenix, der Johnny, auch länger auf seinen Neffen aufpassen muss. Und er hat ja Aufträge für diese Radioaufnahmen, für die er durchs Land touren muss. Und ja, so fragt er ihn dann irgendwann mal, ja, willst du mal mit nach New York kommen? Und der kleine Junge sagt natürlich, ja, klar, hat noch nicht mal die Mutter gefragt. Und die Mutter stimmt dann aber auch zu, weil sie merkt, okay, das scheint zu klappen und nimmt ihn erstmal mit nach New York. Und der kleine Junge zum ersten Mal in der großen Stadt und viel zu entdecken und ja, später dann noch mit nach New Orleans und noch woanders hin und ist so ein bisschen, ich sag mal so roadtrippig und so eine Annäherungsgeschichte, so eine Generationengeschichte, wie kommt jetzt jemand mit einem Kind klar, was er, ja, der überhaupt nicht so mit Kindern am Hut hatte und umgekehrt auch, wie kann das Kind vielleicht den Erwachsenen so ein bisschen aufbrechen, weil er ist doch ein bisschen verschlossen, dadurch, dass er auch viele Probleme mit sich rumschleppt. Und das Ganze, muss man noch erwähnen, ist in Schwarz-Weiß gedreht. Wir hatten ja letztens schon Belfast, was natürlich auch in Anbetracht der verschiedenen Städte und ja, Gegenden, die wir sehen, was ganz, ganz Besonderes ist, weil üblicherweise wird man ja, wenn man an New York denkt, denkt man vielleicht automatisch sofort an irgendwie an Times Square, die ganzen vielen bunten Lichter, das ist natürlich hier alles gar nicht, ne? Also die, und auch die anderen Städte, New Orleans, dieses ja, tropische und so weiter mit alles grün und so weiter, das ist ja alles völlig entsättigt und schwarz-weiß und dadurch hat der Film nochmal so eine ganz besondere Qualität, auch vom Visuellen her, fand ich. Und hat mir echt gut gefallen. War ein ruhiges Ding. Ich hatte erst schlimme Befürchtungen, weil es so angefangen hat wie, oh, das wird jetzt ein extremes Arthouse-Drama. Aber der hatte seine lustigen Momente, seine Momente, die ans Herz gehen und wahnsinnig gut gedreht, ne? Chris, oder? Definitiv, ja. Also ich fand es, am Anfang war ich schon so, ui, ein Schwarz-Weiß-Film. Okay, das heißt, das ist schon mal künstlerisch wertvoll, aber, und das ist das große Aber bei diesem Film wirklich gewesen, dass ich fand das in dem Schwarz-Weiß zu drehen einen unfassbar guten Kniff, wo die Geschichte dann einfach auch anders getragen hat. Also es wirkte dann alles noch ein bisschen, ja, nicht ernster, nicht düsterer, sondern einfach dieses Grau in Grau, hat so viel vom Alltag wiedergespiegelt von dem Ganzen und dann aber auch immer dieses Aufbrechen durch diese Leichtigkeit des Kindes oder einfach dieses von Jesse, der da rumgerannt ist. Also Woody Norman fand ich unfassbar stark als Kinderschauspieler. Haben wir wieder dieses Ding mit, manchmal sind Kinderschauspieler echt, ja, pain in the ass. In dem Fall überhaupt auch gar nicht, weil ich fand das so komplett glaubwürdig, dass da halt ein ziemlich aufgeweckter 7-Jähriger rumrennt, der halt die Welt entdecken möchte und halt auch die richtigen Fragen stellt und dann nicht nur die eigene Mutter immer wieder vor Schwierigkeiten stellt, sondern halt auch den ziemlich unerprobten Onkel. Das fand ich richtig cool. Joaquin Phoenix, ich habe mal während dem Film gesagt, okay, wenn hier der Kleine so weitermacht, wenn Jesse so weitermacht, ist mir klar, dass Joaquin Phoenix irgendwann hier zum Joker wird. Aber nein, fand ich auch gut. Also die haben unfassbar gut harmoniert. Das war, ich finde auch das Filmplakat, finde ich so super. Das fasst den Film schon echt super zusammen. Einfach wie er da steht mit den Händen in den Hosentaschen und einfach nur. Und der Kleine ist so völlig am Austicken, so, yay, Party! Und das fand ich einfach richtig gut. Das war einfach schön, streckenweise. Es waren auch die Bilder, wo da entstanden sind, die Geschichten, wo da entstanden sind und alles. Ich fand das sehr, sehr stimmig und wirklich mal nochmal was anderes. Also wenn der in Farbe gewesen wäre, wäre es sicher auch gut gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Graustufen drehen oder Schwarz-Weiß drehen dem Film einen ganz anderen, und jetzt Achtung, Anstrich verpasst und das aber auch wirklich gut gepasst hat und es dem Film auch wirklich gut tat. Deswegen fand ich das nach einer Weile wirklich nicht mehr störend, sondern fand es eher ansprechend und passend.
definitiv. Also kann ich alles voll und ganz unterschreiben, was du gesagt hast. Ich habe gerade ein bisschen mal geschaut, der Regisseur, was der noch so gemacht hat, weil das war ja visuell doch ziemlich cool. Der kommt eigentlich aus der Musikvideo-Ecke. Hat zum Beispiel für Moby das Video zu Run On gemacht oder für Pulp ein bisschen was oder für Martin Gore hier von Depeche Mode, seinem Solo-Projekt da. Also war schon echt cool. Und einen anderen Film hat er noch gemacht, den von 2010, sagt mir gerade nichts, der heißt Beginners mit Ewan McGregor und Christopher Plummer. Der sagt mir gerade nichts, aber ja. Auf jeden Fall sehenswerter Film. Wann läuft denn eigentlich an? Haben wir das hier irgendwo? Gute Frage. Warte mal, ich schau mal fix hier. 24. März 22, glaube ich. Oh, ist auch noch ganz schön hin. Also es war mal eine... Ja, 11 Tage. Ja. Oh, es kommt mir so lang vor. Ich fühl mich, als wäre gerade erst Silvester gewesen. Irgendwie. Ja. Aber ein cooler Film. Also den sollte man auf dem Radar haben, wenn man sich so für gut gedrehte Filme interessiert. Und hier bei Moviepilot hat er überhaupt noch keine Wertung. Also ich... haben noch nicht viele oder eigentlich noch kaum jemand gesehen. Es gibt hier nur so ein paar Pressestimmen, die den gesehen haben. Ja, und die haben den mit 9 Punkten bewertet, die Pressestimmen, also 9 von 10. Aber gut, es ist nur eine Stimme, sehe ich hier gerade. Okay, also kann man noch nicht so viel drauf geben. Und was geben wir denn da? Ich gebe ihm 7,5 von 10. Weil ich fand ihn echt gut. War wirklich ein lohnenswerter Film. Mit eben, wie ich schon gesagt habe, klar hat er irgendwo auch seine Schwächen oder mal eine Länge, eine kleinere. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem, so insgesamt als Gesamtwerk finde ich ihn sehr cool und sehr sehenswert. Mal einfach was anderes. Also es ist weit weg vom Action-Kino, weit weg von wirklicher Komödie, sondern einfach eine richtig schön erzählte Geschichte. Und ich muss da auch noch ganz kurz noch was dazu sagen, was ich gerade noch unterschlagen habe. Diese Interviews, wo sie führen mit den Kids, die fand ich eigentlich auch relativ authentisch. Also manches fand ich ein bisschen arg hochgestochen, was die Kids gesagt haben. Das ist jetzt immer ein Punkt mit, ja okay, muss man jetzt ein bisschen übertrieben. Aber vieles davon fand ich schon sehr gut, weil das einfach auch, denke ich, die Gedanken, zu dem, was ich halt auch mitkriege in der Schule und so von den Kids, dann teilweise doch widerspiegelt mit, ja, kein Bock auf Krieg, kein Bock darauf und solche Sachen. Deswegen, ja, fand ich das gut und deswegen 7,5 von 10. Und an dieser Stelle auch kein Krieg. Nochmal. Wie heißt es so schön? Kindermund tut Wahrheit kund. Oh ja. Ja. Also ich gebe 8 Punkte für den Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gar nicht reingeschaut. Und empfehle den auch natürlich weiter. Ich habe gerade einen Blick in unsere Gruppe auch. Da ist, glaube ich, einer hat 3 Punkte gegeben. Den kennen wir sogar, der war mit. Ja, genau. Dem hat er irgendwie überhaupt nicht gefallen, aber damit liegt er weit abgeschlagen von allen anderen. Ich weiß auch, der hat die ganze Zeit rumgenörgelt, hat mich aber nicht davon abgebracht, dass mir der Film weiterhin gefällt. Irgendwie. Tja, alle anderen, also die niedrigste Wertung, sagen wir mal, Best of the Rest ist eigentlich 6 Punkte und dann 6, 7, 8, 9 Punkte, da verteilt sich der Rest. Also müssen wir den Herrn nochmal ins Gebet nehmen, was er da... Naja, gut, ist ja Geschmackssache. Und ich kann mir auch durchaus denken, wer jetzt nicht so viel mit Kindern irgendwie zu tun hat, der kann da vielleicht auch sehr, sehr wenig irgendwie connecten dann. Also wäre da auch vielleicht, ist wahrscheinlich so, ne? Passieren halt verrückte Sachen dann. Ja. Okay, wenn wir einmal die Gruppe aufhaben, Kate, wie sieht's denn aus mit nächster Woche? Oder besser gesagt mit morgen? Der Tipp lautet, es muss nicht immer Malle sein. Und du hast ja letzte Woche schon den Film JGA Jasmin Gina Anna getippt und den tippst du diese Woche wieder. Ja, ist langweilig, ne? Ich tippe immer dasselbe. Hm. Irgendwann kommt es schon. Oh. JGA, Junggesellenabschied. Ich glaube, da geht es irgendwie um, gehen die dann nicht nach Ibiza, weil sie nicht nach Malle gehen irgendwie, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich, dass irgendwie die auf dem Junggesellenabschied gehen und das geht dann voll in die Hose und deswegen fliegen sie weg, keine Ahnung. Seltsam. Also der Trailer sah ehrlich gesagt ganz witzig aus, aber... Kann man eigentlich noch Junggesellenabschiede machen, die nicht in die Hose gehen? Weiß. Natürlich. Ja. Natürlich. Nimm mir die Hoffnung nicht. Ich muss nächstes Jahr einen planen. Das ist aber dann ein Junggesellinnenabschied, oder? Ja. Ja. Okay. Na, mal schauen. Was heißt in die Hose gehen? Das ist meistens völlige Eskalation dann irgendwie und dann weiß keiner mehr was und wie und... So, zumindest lehren einem das die Filme.
Ja. Apropos schlechte deutsche Filme. Wir hatten eine Rezensionsdisk. Warte mal. Oh, die ist im Heimkino. Heimkino. Ja, wir haben eine Rezensionsdisk bekommen. Krass Klassenfahrt heißt die. Warum sagst du das krass so komisch? Ich dachte, es wird so gemacht, ne? Krass, ey, nee. Voll krass, ey. Krass. Krass. Nein, das ist so Erkan Stefan-like. Das ist ja, damit bin ich groß geworden, ja. Oh, ey, Erkan Stefan, ne? Die haben jetzt auf, die machen auf Twitch, ne? Die machen da genau denselben Scheiß wie früher und das funktioniert nicht mehr, furchtbar. Ja, also, krass Klassenfahrt. Muss man vielleicht ein bisschen ausholen, weil dieser Zettel, den wir hier normalerweise mitbekommen bei einer Rezensionsdisk, der eigentlich völlig Ahnungslose, die irgendwas nicht kennen, einfach mal komplett abholt und auf den Stand bringt, die ist wenig aussagekräftig. Die sagt uns lediglich, was sich auf der Disk befindet, nämlich ja, Veröffentlichungstermin, Copyright, bla bla und was da drauf ist. Und dass er ab 18. März erhältlich ist, also in 5 Tagen, und mehr gibt das nicht her. Ausnahmepunkt. Ja, mehr gibt, genau. Mehr gibt dieser Zettel nicht her. Und wer verantwortlich ist und dass wir das Rezensionsexemplar nach Ansicht wieder zurücksenden möchten, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Sehr gern werde ich es zurückschicken. Ich werde es nicht mehr benötigen. Ich habe aber noch den Wikipedia-Eintrag auf, deswegen kann ich noch ein bisschen was erzählen. Also es gab wohl eine deutsche Webserie. Und das ist auch die, die ich schon in der Einleitung erwähnt hatte vom Podcast, auf die meine Tochter referenziert hatte. Da hat sie wohl mal reingeguckt und fand das ganz furchtbar. Und das sollte wohl satirisch, komödiantisch dargestellt werden, dieses ganze Thema Scripted Reality. Die Idee zur Serie stammt, ich lese jetzt nur vor, ne, von den Webvideoproduzenten und YouTubern Jonas Ems und Jonas Wuttke. Okay. Ist Jonas jetzt so ein, Chris, mal eine Frage an dich, ist Jonas so ein Name, der jetzt sehr häufig auftritt, wie in manchen Jahrgängen? Frag mal meinen Kollegen Jonas, was der letzte Mal meint. Ach so, genau. Nee, ich meine, bei den Schülern oder so, ist das unverhältnis? Na, ist egal. Also. Ja, 10. Klasse hockt auch ein Jonas. Ja, also. Einer, okay. Weil bei uns gab es irgendwie 5 Andrease, etliche Svens, Thomas gab es sehr viel, egal. Kevin! Nee, Kevin war ja viel später, das war ja dann, wo Kevin allein zu Hause. Also vielleicht bei dir dann, du bist ja wesentlich jünger. Auf jeden Fall, die 9. Staffel. Es gibt offensichtlich 9 Staffeln, die bei Join erschienen sind. 9 Staffeln wurde am 4. Dezember 2020 veröffentlicht und 2021 wurde dann bekannt, dass die Serie bis zur 13. Staffel verlängert wird. Die 12. Staffel begann am 8. Oktober, bla bla bla. Und irgendwie was für ein Glück für alle Fans, ja, dieser Serie. So, ist zum Beispiel eine Parodie, mein Gott, das stimmt sogar, der Serie Krass Schule, die jungen Lehrer. Kennst du die, Chris? Nein. Auch nicht, okay. Ist das, jetzt muss ich da mal noch draufklicken. Ich bin jetzt gerade in so ein Wikipedia-Hole, Rabbit-Hole gefallen hier. Die wurde bei RTL 2 ausgestrahlt zwischen 2018 und 2021. Okay. Ja, aber ist das so eine Art, also diese Serie auf John, ist das so eine Art Doku? Das Scripted Reality. Die Serie dreht sich um 5 junge Lehrer, die ihr Referendariat an der fiktiven Erich-Felbert-Gesamtschule in Köln-Porz mit vielen problematischen Schülern absolvieren. Okay. Es gibt, also auf Join gibt es tatsächlich 13 Staffeln. Ist ja verrückt. Also, dass du die nicht kennst, Kate, das ist Gottes ja wunderlich. Ja. Du saugst doch jede Serie weg. Ja, aber auch keine deutschen. Okay. Bei Deutschen nur Ausnahmen. Also, der Eintrag hier bei Wikipedia zum Thema krass Klassenfahrt erwähnt den Film gar nicht, sofern ich das hier sehe, oder? Offensichtlich nicht, vielleicht irgendwo unter ferner liefen, aber nicht hier unten. Jedenfalls, worum geht es in dem Film? Also, für die, die den Film oder für die, die die Serie nicht kennen, wie wir, wirst du reingeschmissen. Es gibt diese Klasse oder irgendwie so eine Gruppe von Leuten, die eine Klassenfahrt machen, aber offensichtlich ist das denen ihre Abschlussfahrt, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Und einer von denen, der wird auch nicht bestehen, der fährt trotzdem mit oder so. Oh Gott, okay, du fängst schon ganz falsch an. Weil nämlich oder eine Bildungsfahrt. Nein. Auch nicht. Also, okay. Jonas Ems als MC Larry oder einfach McLarry. Der wird sein Abi ziemlich sicher nicht bestehen und hat auch noch finanzielle Probleme und sein Vater irgendwie hat Stress mit ihm. Und dann kommt schon das erste richtige Highlight des Films mit: Dann mach doch deine Kunst. Oh
Gott. Und das war so der, spätestens da war der Startschuss für Dialoge unter GZSZ-Niveau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und die fahren dann auf Abschlussfahrt nach Kroatien mit der ganzen Klasse. Und oh Gott. In ein sehr abgefucktes Ding. Ja, ja, aber du musst ja, das Wichtigste musst du ja dazu sagen. Das Wichtigste dazu ist nämlich, dass sie eigentlich von der Schule aus kein Geld für die Abschlussfahrt haben. Und ganz arg viele kein Geld haben. Deswegen haben sie sich an einen privaten Investor gewandt, der das unterstützt und der die Klasse auf Abschlussfahrt nach Kroatien schickt. Aber sie müssen begleitet werden von einem Kamerateam. Ach so, stimmt. Deswegen war ja das Kamerateam. Ja. Deswegen war das Kamerateam dabei. Und dann kommt so, ja, aber Datenschutz und so. Ja, wenn man kein Geld hat, kann man auch auf Datenschutz scheißen. Hervorragend, ja. Ey, und dann nimmt man natürlich noch einen Nachwuchslehrer mit, der ja voll cool und noch voll nah an den Kids dran ist. Und oh, der war furchtbar. Ey, ich sag's dir, Digga, wenn der bei mir im Kollegium gewesen wäre, dann hätte ich schon eine verpasst oder irgendwo im Garten vergraben. Hey, das und geht natürlich wird er dann gedruckt, der wird alkoholisiert, ja. Und alles, ne, und immer unwissentlich. Wer hätte damit rechnen und, können? Ja, also, und wer hätte damit rechnen können? Da wird und natürlich ziemlich sich die jedes, Kids noch auf seine Seite. Wer hätte, ja, es ist so schlecht. Jedes Häufchen, was auf dem Weg liegt, da muss man reintreten. Und so. Aber jetzt pass auf, jetzt pass mal auf. Und zwar, IMDb. Beste Rezension zu diesem so, warte mal, Film. Kann ich auch mal aufmachen. Und ich zitiere: Der Film hat sich als deutlich besser als jeder andere YouTuber-Film rausgestellt. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann macht das auf jeden Fall. Man merkt, wie viel Mühe sich die Menschen dahinter gegeben haben. Auch die Darsteller haben ein super Bild abgegeben. Quintessenz, geht in den Film und guckt ihn euch an. So, erstens, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Verfasser keinerlei Ahnung hatte, was das Wort Quintessenz bedeutet. Zweitens, zweitens, ich habe schon andere YouTuber-Filme gesehen, auch schon anmoderiert und blablabla. Die waren alle scheiße. Also jetzt mal ganz ehrlich. Und drittens, die Darsteller haben überhaupt kein tolles Bild abgegeben. Also was dieser McLarry da die ganze Zeit mit seinem komischen Riesen-Penis-Tattoo oder was das sein sollte am Hals da hatte. Und also das war so schlecht geschauspielert. Also, boah. Da hier Dela Dabula Manzi als Frau Gruber, ey, Hans Gruber hätte sich im Grab umgedreht. Also der wäre freiwillig nochmal vom Nagatoshi Tower runtergehüpft. Ey, es war einfach nur schlecht, ganz ehrlich. Also so ein Blödsinn und so viele völlig überzeichnete Charaktere und dann, wie du schon gesagt hast, oh, wer hätte damit rechnen können? Der Aushilfslehrer wird unter Drogen gesetzt. Oh, und der hat so viel Alkohol bekommen. Captain Obvious schlägt wieder zu. Ja, komplett. Weil wer hätte denn auch damit rechnen können, dass das Wasser in Kroatien wie Slivovitz schmeckt? Ja, das ist natürlich total unauffällig, dass der sich statt einer Flasche Wasser gerade hochprozentigen Schnaps reinkippt. Das fällt natürlich nicht auf, wenn man komplett bescheuert ist. Klar, da fällt vieles nicht auf. Was mich ein wenig gewundert hat, ist, dass es keine wirkliche Sexszene gab. Aber es gab das typische Beziehungsdrama-Gedöns. Wenn man sagen würde, hey, da gehen zwei Stück mit, die sind total glücklich in der Beziehung und ladidadida, aber ihr wird eher zu kindisch und bla, was wird wohl passieren? Oh, natürlich, laut meinem Bierdeckel-Skript, weil anders kann das hier nicht verfasst worden sein, steht natürlich drauf, oh ja, die haben Streit, aber er bessert sich dann und sie verliebt sich dann quasi nochmal in ihn und die werden voll ewig zusammen sein und voll happy und so. Ja, wer hätte es gedacht? Da wäre ich nie alleine drauf gekommen. Genauso wie die beiden anderen. Oh ja, ich war mal mit dir zusammen. Oh ja, mein Rap-Song, den ich geschrieben habe, mein Song Placebo, der geht natürlich um dich und natürlich werde ich dich voll wegdissen und natürlich wirst du dann irgendwann hier trotz allem die Größe und machst was Luft- und Raumfahrttechnik studieren und was weiß ich. Und während ich Pakete ausfahre, ich armer Schlucker, aber danke, ich krieg mein Buch mit meinen ganzen Notizen von dir. So eine Scheiße. Ey, hast du gerade das Ende gespoilert? Du hast gesagt, dass es am Ende passiert. Ich habe nur gesagt, was passiert. Du hast gesagt, dass es das Ende ist. Ich habe kein Ende gespoilert. Aber also, ey, jetzt mal ernsthaft. Also dieses Skript ist jetzt nicht so, dass es solche Geschichten schon tausendmal gab, aber halt eben gefühlt auch tausendmal besser erzählt und tausendmal besser geschauspielert. Es wirkt halt wirklich streckenweise wie so eine Pseudo-YouTube-
Produktion und ich habe schon YouTube-Produktionen gesehen, die um Längen besser waren wie das. Und das hat mich echt geärgert. Weil, warum? Also abgesehen davon, dass man die Lehrer wieder als absolute Trottel dastehen lässt. Das ist, damit kann ich leben, das ist kein Act. Ist in vielen Fällen auch wirklich so. Jeder nur einen winzigen Schluck. Das hat Tradition. Ja, ne? Also, mich macht sowas rasend. Und wenn ich dann so Sachen lese auf IMDb, ja, okay, dann ist jemand komplett auf. Ich wollte mal kurz einhaken, Thema IMDb, ne? Es gibt dort mehrere 10-Punkte-Rezensionen von Usern, die sind seit 2 oder 3 Monaten dabei und haben nur eine Rezension geschrieben, ja? Business KR, ja. November 2021. Ich habe die gerade mal alle gemeldet, während du das hier, ja, weil genau, weil ich bin ja mittlerweile hier ganz angesehener User bei IMDb, weil ich schon etliche Sachen neu eingetragen habe und alles, ne? So, das dazu, ne? Und die große Mehrheit von Rezensionen von Usern, die tatsächlich schon mehrere Jahre dabei sind und hier schon, was weiß ich, 30, 40 Sachen rezensiert haben, das liegt nämlich so zwischen 1 und 2 Punkten. Ne? Komisch. Ist schon komisch, oder? Naja, aber hier ja auch. Ne? Klick mal auf hier. Ja, das ist das alles, was du siehst, ja, mit 10 Punkten, das sind welche, die erst seit wenigen Monaten dabei sind. Alter, hier super toller Kinofilm, ein absolutes Highlight. Nein, was als Parodie begann, wird hier nochmal eine Schippe an Action und Spannung. Ja. Klick mal drauf auf den Sony 4837. Die Love Story kommt genau. Ja. Kommt. Oder die Kommasetzung ist völlig falsch, das weiß sogar ich. Kommt genau wie Freundschaft und Zusammenhalt auch nicht zu kurz. Klick mal drauf. Nein, der hat einfach eine gelungen, Rezension. Ein absolutes Muss. Okay, also liebe Leute, die Serie krass Klassenfahrt gerne schauen und alles. Es freut mich, dass die verlängert wurde bis Staffel 13. Wenn ihr Spaß daran habt, genießt das. Für mich ist es nicht und ich finde den Film absolut schlecht. Und was ich gelesen habe zu dem Thema, ist, dass der Film wohl, also die Serie soll wohl echt ganz satirisch und ironisch gemeint sein. Und das geht wohl im Film überhaupt nicht so, dass sogar die Leute, die die Serie gut fanden, den Film richtig blöd finden. Also das nur mal dazu, ne? Das hatte ich irgendwo, ich habe ja in der Vorbereitung hier mal, ich wollte ja mal lesen, worum geht's da, was ist das überhaupt? Da habe ich mal ein bisschen gegoogelt und da kam ich da in irgendeinem Forum raus, wo da sich da ausgetauscht wird zu dem Thema, wo der Film dann kam und deswegen, also ist das sehr mit Vorsicht zu genießen und auch hier IMDb, auch wenn da die 10-Punkte-Rezension hier als erster erscheint. Ich glaube immer, wenn da eine schlechte kommt, haut irgend so ein Bot oder irgend so eine gekaufte Rezension da eine 10-Punkte-Rezension rein, damit die wieder ganz oben steht. Ich wiederhole, es kann ja sein, dass es wirklich jemand gut findet und das ist doch auch voll in Ordnung. Da war nichts Aber Witziges dran, nichts. Kate, möchtest du noch was dazu sagen oder willst du dich gar nicht über dieses Ärgernis hier? Ihr habt, glaube ich, alles gesagt. Okay, dann. Also, noch eine Sache möchte ich sagen. Eine Sache. Ich finde es schön, dass ihr das Ganze eine schauspielerische Leistung oder eine Nichtleistung nennt. Dass das da gelaufen ist, nenne ich nicht Schauspielerei. Das war Laienspieltheater. Ganz einfach. Nicht mal. Das ist. Das nein. Einfach nein. Nein. Kate, raus. Okay, überlegen wir mal, was gibt es denn so für bessere Filme, die so mit Schule zu tun haben? Chris, du bist ja der kritischste von allen, weil du steckst ja im System. Kannst du einen empfehlen? Good Will Hunting. Good Will Hunting, stimmt, sehr gut. Breakfast Club, denke ich auch. Ich fand sogar den Film Schule sehr gut. Ich weiß nicht, Good Morning Vietnam. Hä? Der, wie heißt ja, der hier, der Club der Toten Dichter. Wollte gerade sagen. Good Morning Vietnam, Robin Williams in Vietnam als Radiomoderator. The Principal fand ich ganz ja, krass. Ja, genau. Club der Toten Dichter. Und Frau Müller muss weg. The Principal, genau, das war auch gut. Das war doch der. Weil das Theaterstück noch besser mit dem Soundtrack hier von Dings hier, ne? Coolio, oder? Gangsters Paradise, war das der? Nee, welcher war das? Nee, das war Dangerous Minds. Dangerous Minds, ja, der war nicht ganz so gut, stimmt. Ach, ja. Dangerous Minds war auch ganz witzig. Ja. Ich freue mich jetzt noch auf Eingeschlossene Gesellschaft, da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, dass wir denen das Sneak abgreifen können. Und natürlich Schulfilme, ganz arg wichtig, einer der besten Filme, wo eine Schule mitspielt, Zurück in die Zukunft. Ich spiele natürlich auch mit. Es gab auch einen Film, wo irgendwie so ein Zombie-Outbreak in der
wo die sich in der Schule verschanzt haben oder. Naja, aber das ist ja, spielt ja die Schule nur am Rande mit. Ich fand tatsächlich auch das schönste Mädchen der Welt, dass die Klassenfahrt ist. Fand ich auch echt schön, der Film. Ja, ich weiß, ihr seid ja nicht so. Ja, ist okay, ist okay, wenn erwähnen, du auf die Hauptdarstellerin stehst, ist ja okay. Nee, wer waren das überhaupt? Ich muss sagen, ich hatte echt bei Krass Klassenfahrt am Anfang so ein bisschen die Hoffnung, dadurch, dass der auch gerappt hat und Texte geschrieben hat, dachte ich, oh, hoffentlich kommt wenigstens ein bisschen geiles Rap-Zeug, so wie bei Schönste Mädchen der Welt. Ey, das könntest du ja voll eine Pfeife rauchen, das war ja total lame, was da. Puh, okay. Ja, das dazu. Lass mal dieses Ärgernis, also Krass Klassenfahrt, ich schicke diese Blu-ray gern zurück. Ich glaube, die schicken uns dann keine mehr. Ich gebe 2,5 und liege damit sogar noch über euch. Was gebt ihr? 2 von 10. 2. Okay. Dann machen wir weiter. Wer möchte, oder nee, Kate, stell du mal The King's Man vor. Genau, ach, du schon. Ja, The King's Man ist die Vorgeschichte zu den bekannten Kingsman-Filmen. Da gibt es ja bisher schon 2. Kingsman, ich weiß gar nicht, wie der erste Titel war. Und Kingsman, The Golden Circle. Und jetzt ist es Kingsman, The Beginning. Und im Endeffekt geht es darum, dass also es spielt im 20. Jahrhundert oder sowas. Ich glaube, Erster Weltkrieg, ne? Irgendwie ja, sowas um den Dreh rum. Ja. Und ein relativ reicher Oxford-Mensch, gespielt von Ralph Fiennes, I like, Orlando Oxford, wird in dieses ganze Thema mit reingezogen und ist der Meinung, es muss einen separaten, unabhängigen Sicherheitsdienst des Landes geben, quasi. Also weg von den bekannten Sicherheitsdiensten und vom staatlich finanzierten, sondern was ganz Unabhängiges. Und er schaut so den ein oder anderen um sich rum, unter anderem auch Gemma Arterton ist mit dabei und sein Sohn spielt auch noch eine wichtige Rolle im Film. Und sein, was ist das, Bediensteter, Freund, Arbeitnehmer, Schola, gespielt von, kann ich nicht aussprechen, Jimon Hunsu. Und die mischen sich so ein bisschen in die ganzen Geschehnisse ein, um das zu beenden auf ihre Art und Weise. Und dadurch, dass er halt extrem viel Geld hat und sehr viel Einfluss, hat er eben auch sehr viele Möglichkeiten, mehr zu tun, als bisher getan wurde. Und daraus entsteht quasi diese Agency, diese Kingsman Agency. Das ist jetzt mal ganz grob umrissen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ja, na, vielleicht mal das Wichtigste vom Film noch. Also es ist ja zum einen so, dass er sich um seinen Sohn kümmern muss, nachdem seine Frau ganz am Anfang tragisch verstirbt. Und er soll ihn beschützen. Das ist das letzte Versprechen, was die Frau ihm abnimmt. Und dann über die ganzen Geschehnisse, die dann auf der Welt passieren, da passieren ja weltpolitische Dinge. Und wir sehen, wie du schon richtig gesagt hast, dass sich die Gesellschaft offensichtlich hinter den Kulissen da auch so ein paar Fäden zieht und versucht, das in die richtige Richtung zu lenken, dass da nichts Schlimmes passiert. Gibt es natürlich auch den bösen Gegenspieler, den Rasputin, der beim russischen Zaren, dem im Ohr sitzt, so ungefähr wie bei dem Herr der Ringe. Da gab es ja auch diesen einen Bösen, der dem einen immer eingeflüstert hat, so ungefähr. Wird übrigens gespielt, der Rasputin von Rhys Ifans, den man vielleicht kennen könnte von Notting Hill, der da den Nibblewohner gespielt hat. Und hier, ich dachte, den kenne ich doch. Oder von The Amazing Spider-Man, der den Lizard auch gespielt super, hat. Auch super, genau. Super Typ, so verwandlungsfähig, ich mag den total. Ja. Und deswegen, ich mag ja auch Notting Hill, das ist ja auch so ein Guilty Pleasure von mir, der Film. Und ja, dann über die Zeiten hinweg gibt es natürlich immer diese Gegenspieler. Also zum einen Ralph Fiennes als damals noch nicht Chef von dieser Geheimorganisation Kingsman, sondern erstmal nur, dass er versucht, Einfluss zu nehmen als reicher Mensch und seinen Sohn zu beschützen, der allerdings dann auch in den Ersten Weltkrieg ziehen möchte, weil er von dieser Maschinerie da geblendet ist und betrachtet es als seine Pflicht, damit einzuziehen. Aber Ralph Fiennes weiß natürlich um die Gefahren, die da entstehen. Und ja,
irgendwann, man findet dann so gegenseitig raus, wer da verantwortlich ist. Also beide Seiten, der Rasputin, dem auch so mystische Kräfte nachgesagt werden. Und irgendwann kommt es dann natürlich auch zu dem Zusammentreffen. Und vorher werden natürlich erstmal so diese jeweiligen, ja, wie nennt sich das in Computerspielen, erstmal so diese anderen Bösewichter, bevor man zum Endboss kommt, so werden erstmal so auf dem Weg weggemacht. Und viel mehr wollen wir vielleicht mal nicht verraten. Ich fand es extrem gut. Ne? Ich habe natürlich vorher so ein paar Kritiken gelesen, die sich so eher so im Mittelfeld abspielen, aber mir hat das echt Spaß gemacht. Das lief ja hier auf Disney Plus, konnte man den anschauen, in Top UHD. Boah, das sah so gut aus. Und das war auch so toll gedreht. Und ich mochte auch so diese Überraschung, die der Film geboten hat in der Story, sowie auch in den Personen, wie sie agiert haben, was sie getan haben. Es war jetzt nicht so das, was ich von Kingsman, ich dachte, das ist wieder so eine lustige Klopperei, wie die vorhergehenden Kingsman-Filme, die ja immer viel Witz beinhaltet hatten, sondern das war eher eine ernsthafte Geschichte und das mochte ich sehr mit diesem Setting. Und auch, ja, was dann so alles passiert, ich kann es nicht spoilern, die Kampfszenen sind absolut genial choreografiert. Ja. Ach, das ist Wahnsinn. Man merkt halt, dass da der Mann, der Kick-Ass und sowas gemacht hat, was ja auch schon echt gut war, und X-Men, Erste Entscheidung und die anderen Kingsman-Filme, man merkt halt, dass der dahinter steckt. Wahnsinnig. Was mir halt auch extrem gut gefallen hat, war, dass man halt sehr viel Erklärung bekommen hat. Ne? Also man hat sich ja immer gefragt, wie kam es denn dazu? Wo kommen denn diese Kingsmen denn her? Wer sind die? Und was bedeuten diese Decknamen und so? Und das wird halt alles so ein bisschen erklärt. Also warum haben diese einzelnen Agenten quasi diese speziellen Decknamen? Und ich hab den The Beginning geguckt, war fertig damit und habe direkt den ersten Kingsman nochmal geguckt. Weil das hat mich wieder total in diese Welt gezogen, das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte dann wirklich direkt das Bedürfnis, weiter zu gucken und habe den ersten nochmal geguckt. Das war, weiß nicht, das ist einfach eine coole Story, eine coole Art und Weise, auch wie die Geschichte erzählt wird. Bei The Beginning, das ist halt teilweise auch echt tragisch. Also ich war kurz bei ein oder zwei Stellen kurz davor, echt zu sagen, wow, fuck, ich habe jetzt gleich ein Tränchen im Auge, weil ich da einfach damit nicht gerechnet habe. Und das, wie du schon sagst, es war weiters weg von dem, was wir bisher kannten. Ein bisschen klamaukig und lustig. Aber nachdem ich dann den ersten Teil nochmal gesehen habe, habe ich festgestellt, der hat auch sehr ernste Züge. Das wird, ist einem gar nicht so bewusst, weil halt sehr viel Lustiges und auch sehr viel Actionreiches und Cooles dabei ist. Aber wenn man sich überlegt, dass im ersten Teil der Eggy, der unter schlimmen Bedingungen lebt, ne, seine kleine Stiefschwester versucht irgendwo auch zu beschützen vor dem gewalttätigen Freund der Mutter. Und auch wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie so leben, das ist schon tragisch. Und das wird halt alles überspielt. Das überspielt er halt alles mit seiner coolen Facette, die er sich aufgebaut hat. Und das, das ist extrem gut. Chris, ja, dich hat es nicht halt interessiert, oder? völlig überfordert. Ich hatte ein Räuspern gerade noch und wollte einfach das Mikro nochmal anmachen. Weißt du mal, wie es manchen Schülern geht, ne, wenn du sie plötzlich ansprichst? Ja, aber die schlafen wenigstens. So, ich habe ja nicht geschlafen. Alles klar. Nee, ich habe einfach keine Zeit gehabt, reinzugucken. Okay. Ja, vielleicht. Aber interessiert mich schon noch. Werde ich auf jeden Fall noch reingucken. Mich interessiert jetzt ehrlich gesagt die anderen gar nicht mehr so, weil ich mochte hier diese Ernsthaftigkeit, die da drin war. Und mal ehrlich, es geht ja hier um wirklich schlimme Sachen in der Weltgeschichte, Kriege, Ermordungen und so weiter. Und da mochte ich so dieses ganz Klamaukige auch nicht so. Ich fand es zwar irgendwie cool, aber ja. Naja, also Kingsman von mir 8 Punkte. Also wenn man hier so schaut, wie die anderen so liegen. Hier, wenn ich bei Moviepilot schaue, ne, ist irgendwie der Durchschnitt 5,6. Ich bin auch bei 8. Aber mir hat er echt gefallen. Das muss man ja dann auch mal wertschätzen, wenn einem was gefällt. Ja, nicht nur rummeckern. Und bin da gespannt, welche Richtung sie weiter fortsetzen. Ob sie quasi hier diese Richtung weiter fortsetzen oder eher die andere. Oder beide vielleicht.
Okay, dann Hanau. Ernsthaftes Thema jetzt. Oder wie es heißt, Hanau Doppelpunkt Deutschland im Winter Part 1 von Uwe Boll, der ja nicht gerade bekannt ist für die feine Klinge, sondern eher dafür, irgendwelche Computerspiele zu verfilmen oder irgendwie, tja. Und er hat sich nun ausgerechnet des Terroranschlags in Hanau angenommen, vom 19. Februar 2020 war es, glaube ich, ne? Und ja, was soll ich sagen? Also der Film, der jetzt neu erschienen ist, greift quasi 2 Jahre danach, nach der Tat, das wieder auf. Und wir sehen hier, der ganze Film basiert quasi auf diesem wirren Manifest, was der Typ geschrieben hat und seinen wirren Notizen und Tagebucheinträgen und sonst was, was er da zu Papier gerotzt hat, ja, den Mist, den er von sich gegeben hat. Und es war wohl offensichtlich so, dass der Attentäter, was heißt Attentäter, der Terrorist, kann man so nennen, ja, dass er Stimmen gehört hat in seinem Kopf, dass er seit frühester Kindheit gedacht hat, er wird quasi Gedanken überwacht, was natürlich dann im Zuge der ganzen QAnon-Geschichten, wo er dann einmal das Internet entdeckt hat und so, wo er sich dann irgendwie zu Hause gefühlt hat, und da ist ja auch ganz viel wirres Zeug, was da, und der dann wirklich so diese ganz wirren Geschichten dann geglaubt hat von irgendwelchen Kindern, die irgendwo unter irgendwelchen Pizza-Huts eingesperrt sind und denen irgendwie das Blut und sonst was alles und die große Weltverschwörung und der ganze Scheiß ist halt alles da auf fruchtbaren Boden gefallen von diesem Typen. Und das wird in dem Film mehr oder weniger in der ersten über eine Stunde bestimmt mehr oder weniger in Monologen erzählt, was fast theatralisch wirkt. Also wir sehen den Hauptdarsteller, den Steffen Mennekes, der spielt den, und der muss halt dieses ganze wirre Zeug rezensieren, während er durch die Gegend fährt und irgendwelche Sachen ausbaldowert in Hanau, was er machen will und wie und was, und wie er zu Hause das vorbereitet alles und sein Manifest schreibt und so. Und dieses wirre Zeug zu hören, das war schon sehr eindringlich. Also wie jemand so tief abrutschen kann in so einen absoluten Müll. Aber dann wird auch wieder immer was erzählt. Also der hatte zum Beispiel nie auch irgendeine Beziehung zu irgendeinem männlichen oder weiblichen Wesen oder was auch immer in seinem ganzen Leben. Hat sich dadurch immer so ausgestoßen gefühlt und immer die Stimme in seinem Kopf gehört und sowas. Ich will gar nicht zu tief eingehen auf so einen Terroristen da. Diese ganze Rezensierung ist halt eher so dokumentarisch aufbereitet. Es war eher so ein Dokumentarfilm am Anfang, wo einfach mal das, was man vielleicht bis jetzt noch nicht kennt, und ich kannte dieses Manifest nicht, ich habe auch keine Bewandtnis gehabt, irgendwie keinen Trieb gehabt, das zu lesen oder so, mir diese Ergüsse von diesem Idioten da aufzusaugen, aber das hier mal in so einer Version aufbereitet zu bekommen, in so einer filmischen Art und Weise, war jetzt schon ganz interessant gemacht. Und ich fand es auch dann relativ stark. Es hatte natürlich wieder diese Uwe Boll-typischen, ja, ein bisschen reißerischen Sachen. Wenn dann der Terroranschlag passiert, der auch hier eindringlich dargestellt wird, hätte man vielleicht nicht so explizit jetzt darstellen müssen. Und ich fand aber den stärksten Moment des Films ist eigentlich dann, wenn der Film eigentlich vorbei ist, weil dann siehst du Uwe Boll und ich dachte jetzt, um Gottes Willen, oh nein, bitte nicht, was kommt jetzt, ne? Und dann findet er aber ganz gute Worte und er bereist dann quasi als Person Uwe Boll diese Orte, wo sie auch dann, wahrscheinlich haben sie es im Vorfeld zu dem Film gedreht gehabt, das, was am Schluss kommt, wo Uwe Boll diese Orte besucht und das relativ gut einordnet auch und spricht und erzählt und auch alles zeigt und auch so diese, ja, diesen Irrsinn nochmal zu in Worte fasst, den man gerade auch vorher quasi gesehen hat, und das fand ich wiederum ganz gut gemacht. Und ich bin aber trotzdem noch ein bisschen hin und her gerissen, was ich von diesem ganzen Werk eigentlich halten soll, zumal es auch irgendwie Part 1 heißt. Es ist natürlich, da schwingt eine sehr große Kritik an der Polizei mit, weil verschiedene Opfer haben ja versucht, die Polizei zu erreichen und sind nicht durchgekommen an dem Abend. Und es hätte wesentlich weniger Tote gegeben und Verletzte, wenn die Polizei erreichbar gewesen wäre. Das schwingt natürlich auch sehr stark mit und natürlich dann auch so, ach ja, okay, das ist in irgendeiner Shisha-Bar hier, ach komm,
Da müssen wir jetzt nicht so schnell hin, so nach dem Motto, ne, also dieser latente Rassismus, der da auch bei der Polizei vorherrscht, das wird hier auch ganz gut dargestellt und deutlich. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr schwieriger Film und ich weiß nicht, ob man schon jetzt so kurz nachdem das überhaupt passiert ist, ja, sowas in der Art und Weise verfilmen sollte. Ich fand es gut, dass dann am Schluss die Einordnung auch nochmal war. Aber ich weiß auch nicht, was da jetzt in Part 2 noch kommen soll. Was da noch, also das nennt sich jetzt, vielleicht ist es auch in Anlehnung an Goethe, da ist da irgendwie Deutschland im Winter, ne? Gab es da auch irgendwie Bücher, glaube ich, oder Geschichten, vielleicht in Anlehnung an dessen, aber ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer jetzt da mit einer Wertung, weil filmisch an sich war es jetzt kein Meisterwerk. Und nochmal anschauen auf keinen Fall. Also ich gebe mal 4 Punkte. Ist schon zeitgeschichtlich, wenn einen das interessiert, was heißt interessiert, wen interessiert sowas? Das ist eigentlich, es war mal interessant zu hören, sagen wir es so. Und die Einordnung war auch ganz gut, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, meines Erachtens hätte man es nicht in so einen Film bringen sollen, müssen, jetzt. So, das, ja, mehr sage ich dazu nicht. Vielleicht ist ja Queenpins besser. Durchaus. Es ist ein sehr viel schöneres Thema. Also, zumindest lustiger. In Queenpins spielen Kirsten Bell und Kirby Howell Baptiste zwei junge Frauen, die so Coupons sammeln. Das habt ihr doch bestimmt schon mal gehört. In den USA gibt es Leute, die so extrem Couponing betreiben. Ja, echt. Und dann auch sagen, dadurch, dass es so günstig ist, kaufen sie mehr davon und haben im Keller schon so Regale voll mit 5 Packungen Waschmitteln und 10 Packungen davon und 30 Packungen. Also so ein, wie so ein Prep-Vorrat, ja, für den, weiß ich nicht. Ja gut, was sich hält, ne? Ja, so. Ja. Auf jeden Fall geht es genau darum. Also Kristen Bell spielt Conny, die aus sehr traurigen Gründen zu diesem Coupon kommt, denn sie hat ein Kind verloren und kann wohl dann auch nicht mehr schwanger werden und verflüchtet sich dann in dieses Geldspar. Sie braucht irgendwas, um sich zu beschäftigen und so beschäftigt sie sich dann anfangs mit diesen Coupons und dass es dann eben ein bisschen günstiger ist, sie will sparen und der Ehemann sagt immer, darfst nicht so viel Geld ausgeben, ist alles zu teuer. Also begibt sie sich in diese Welt dieses Coupons und trifft dort eben auf ihre Freundin Jojo, die allerdings das aus anderen Gründen macht. Die ist ein bisschen jünger als sie und macht es so, hat auch so YouTube-Videos, wo sie halt auch diese typischen Videos macht, so hier habe ich das gesehen, bei der Firma gibt es das hier so und so günstig und mit diesem Hashtag und diesem Code könnt ihr nochmal 5% sparen und bla bla und gibt halt so Hausmütterchen-Tipps, wie man Geld sparen kann auf YouTube. Sehr semi-professionell, by the way. Und die zwei werden Freundinnen und finden dann raus, dass es eigentlich auch geht, wenn man an die Coupons rankommen könnte, die zu verkaufen und damit richtig Geld zu machen. Weil es gibt Leute, die würden für einen guten Coupon auch ein bisschen Geld hinlegen. Und so versuchen sie dann eine Art Business aufzuziehen und finden raus, wer diese Coupons druckt und nehmen jemanden aus dieser Druckerei, der auch Geldprobleme hat, Kontakt auf. Und der beschafft ihnen immer die Coupons, die Firmen drucken immer viel zu viele Coupons, als die sie ausgeben wollen. Und dann werden eben auch kistenweise Coupons vernichtet, weil die Firmen sie dann doch nicht haben wollen. Und statt sie zu vernichten, werden die halt an die Mädels weitergeschmuggelt. In sehr guter Kleinstarbeit wird es versteckt sagen wir mal, gedealt. Ja, und über die Grenze geschmuggelt. Das Ganze ist nämlich, die Druckerei ist nämlich in Mexiko. Und so ziehen die beiden ein höchst illegales Business auf, indem sie Coupons verkaufen. Und dass das auf Dauer nicht gut geht, ist ja klar. Denn ein Kaufhausdetektiv oder sowas ähnliches, gespielt von Paul Walter Hauser, den wir auch kennen aus dem Film zum Beispiel Der Fall Richard Jewell, wo er auch schon grandios gespielt hat,
ist Ken und er ist für so eine große Supermarktkette so eine Art Kaufhausdetektiv, Coupon-Detektiv, keine Ahnung. Und der merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Fährt er auf einem Segway? Nee. Heißt der Paul Blart? Nein. Er läuft einfach nur durch die Gegend. Und dem fällt als erstes auf, dass irgendwas nicht stimmt. Aber er ist halt ein bisschen schräg und immer ein bisschen drüber. Deswegen glaubt es ihm niemand. Bis er sich dann ans FBI wendet. Und auch das wird sehr augenzwinkernd und belächelnd wahrgenommen, dass er sich jetzt da an das FBI wendet, weil ein paar mehr Coupons eingelöst werden. Allerdings gibt es da tatsächlich jemanden, der das ebenfalls so empfindet und denkt, warte mal, das kann wirklich nicht stimmen. Und geht dem Ganzen dann auf die Spur und stellt dann fest, dass das Ganze per Post verschickt wird und gibt es somit an das Postministerium weiter. Und dann taucht vom Postministerium eben ein Mitarbeiter auf und die beiden versuchen dann aufzuklären, was passiert hier. Das klingt wie eine lame Version von How to Sell Drugs Online Fast. Ja, aber es ist sehr, sehr, sehr cool gemacht, ehrlich gesagt. Und okay. Guckt mal rein. Also Vince Vaughn spielt dann diesen den Postagent von der Postbehörde. Und das ist, also ich muss sagen, ich hatte dieser Film wirklich glücklich gemacht, weil er beruht auf wahren Ereignissen. Und das macht das Ganze noch viel lustiger. Okay. Und die haben Millionen von Dollar gemacht, die Mädels. Das Problem ist halt, dass die nicht wussten, was sie damit machen. Und dann, was macht man denn jetzt mit so viel Geld? Und sie hatten ein falsches Konto. Und das nahmen sie sich von einer anderen Betrügerin, die sie mal irgendwo getroffen haben, Rat geholt. Und die schlägt halt die Hände über dem Kopf zusammen, was die Mädels da machen und die müssen das besser verschleiern und das Geld muss gewaschen werden und dann fragt doch die eine tatsächlich mit Weichspüler oder ohne. Also die wissen halt einfach überhaupt nicht, was sie da treiben und machen das aber auf eine sehr effektive Art und Weise. Und das macht den Film wirklich sehr cool. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Vielleicht liegt es aber auch hauptsächlich daran, dass ich halt Kristen Bell Fan bin und ich die einfach wahrscheinlich geil finde. Aber der Film ist ehrlich gesagt, also ich guck den mal an. Er ist sehr unterhaltsam. Er ist sehr unterhaltsam. Ja. Klingt ganz nett. Wo gibt's den? Netflix. Okay. Netflix. Werde ich mal reinschauen. Da lief doch auch jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern dieser Film an, wo wir den Trailer gesehen hatten, ne? Was wir auch mal gucken wollten mit Chris Pratt, glaube ich. Ne? Da ja. Habe ich jetzt auf meiner Startseite gehabt und wenn du einmal Vince Vaughn gesagt hast, da läuft jetzt auf Sky dieser Freaky an. Den wollte ich, glaube ich, auch mal gucken. Oh, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Er läuft auf Amazon. Amazon Prime, okay. Ja. Alles klar. Damit ich hier mal endlich mal mein Dokument aufräume, da ihr 355 nicht gucken wollt anscheinend, was wahrscheinlich mit meiner Bewertung zusammenhängt, die hier drin steht, wäre ich ganz kurz... Ja, vielen Dank, du hast mir voll versaut, Erik, vielen Dank. Wäre ich kurz was über 355 sagen. 355 ist der Codename für eine der ersten identifizierten Spionen in der amerikanischen Revolution. Ja, das wird man leider im Film nie erfahren. Ich glaube, ganz am Schluss gibt es mal irgendwo am Rande die Bemerkung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der Film so heißt. Und das ist quasi ein Frauenpower-Agentenfilm, der total langweilig ist, weil es gibt eine Story vom Reißbrett, es gibt einen MacGuffin, den sie finden müssen. Es handelt sich hier um irgend so ein kleines Kästchen, was irgendwie Piep-Piep macht und irgendwas auslösen kann. Keine Ahnung, ist auch völlig unwichtig. Auf jeden Fall, alle sind hinter dem Kästchen her. Also Story vom Reißbrett und dann, wie es halt immer so ist, müssen irgendwelche Leute zusammenarbeiten, die sich vorher nicht kennen, sich nicht leiden können. Und ach, Überraschung, sie können sich dann doch leiden. Und ach ja, und ist das langweilig. Es wird zwar viel geschossen und so und ich sag mal so, der Cast, um mal ein paar zu nennen, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Pablo Scola, dann Sebastian Stan, Lupita Nyong'o, es ist eigentlich ein cooler Cast, aber das funktioniert nicht, der Film. Es ist einfach nur, ja, wie hieß Underground, dieser komische Netflix-Film, den wir da hatten, wo auch nur Action war, überhaupt keine Story und keine Connection man hatte. So ungefähr ist das hier auch. Ja,
das war's. Also von mir 3,5 von 10. Und ich habe West Side Story geguckt in der Vorbereitung auf die Oscars. Ich werde hier mal keine Bewertung geben, weil, wie gesagt, ich kann mit Musical nichts anfangen. Das ist einfach eine werkgetreue Verfilmung von einem Musical. Die schauspielerischen Szenen sind, also es ist wirklich eine Top-Notch-Produktion. Also wirklich kann ich nichts sagen. Also von der Produktion absolut top, aber es hat mich null berührt. Ich bin halt kein Musical-Fan. Wer Musicals mag, you're a chat. Ja, genau, und wer mit West Side Story was anfangen kann mit dem Musical, unbedingt reinschauen. Ich glaube, euch wird das dermaßen gefallen und richtig wegblasen, weil das sind die Songs alle drin und die sind auch im Original gelassen. Und also, weißt du, wer mit West Side Story was anfangen kann? Wer? Maria. Ja. Okay. Also von mir, deswegen lasse ich da mal die Wertung aus, weil die wurde, glaube ich, bei mir hat es mich halt null berührt, aber Steven Spielberg, top und tolle Bilder, also die damalige Zeit und so, wunderbar wiedergegeben. Empfehlenswerter Film für Musical. Was ist denn die damalige Zeit, Erik? Das spielt doch irgendwie so in 50er, 60er Jahren in New York. Ah, okay, also deine Teenager-Jahre. Haha, sehr gut. wir machen mal weiter mit den Charts und Neustarts hier. Bevor es jetzt zu witzig wird und sich alle vor Lachen nicht mehr einkriegen. Kinocharts und Neustarts. Die Charts. Oh, was ist denn das? Platz 5. Parallele Mütter. Mit Penelope Cruz und Milena Smith. Platz 5. Auf Platz 4. Sing, die Show deines Lebens. Und ich habe leider keine Koala-Öhrchen jetzt mehr. Alle rausgegangen. Also in der Sneak Preview gibt es coole Sachen zu gewinnen. Kommt da mal vorbei in die Innenstadt-Kinos. Morgen wieder, 20.30 Uhr geht's los. Platz 3 ist Belfast. Platz 2, Uncharted. Sehr, sehr guter Film. Platz 1, The Batman. Ja. Mm-mm. Darf ich dazu was sagen? Batman, komm mal. Da. Nein, doch, na klar. Es zeigt also doch, dass Vampire sich in Fledermäuse verwandeln. Mhm. Okay. Jetzt sage ich dazu nicht. Okay. Der Pinguin ist auch dabei. Danke. Okay, schauen wir mal. Und was läuft denn so an? Wo ist denn hier mein Tab hier? Die Gangster-Gang, da muss ich, glaube ich, mit meinem Kleinen rein, weil der ist total penetriert worden von Werbung, die da auf Disney Channel kommt. Und der will den Film sehen. Ich glaube, da. Ja, der Trailer sieht ganz furchtbar aus. Aber die Sprecher, Sebastian Betzel, das ist der hier diese ganzen Couchkotter, Couchkartoffelsalat und diese ganzen. Nee, hieß der? Nee, nicht Couchkartoffel hier. Semmelknödel, irgendwas, diese ganzen Filme. Die Hauptrolle spielt Kurt Krömer, Joyce Ilk und so. Na, könnte ganz witzig werden vielleicht. Mal schauen. Ich werde berichten. Die Häschenschule, der große Eierklau. Ja? Zweites Animationsabenteuer, lose basierend auf dem beliebten Kinderbuch Die Häschenschule. Der erste Teil, der war sehr erfolgreich, ich kann mich erinnern. Hat mal einige Wochen hier in der Sneak Preview. Ja. Die Häschenschule. Ist doch ganz nett für die Kleinen zum Gucken, ja. Nicht im falschen Portal der große Eierklau eingeben. Mhm. Aber jetzt veröffentlichen die das Ganze, jetzt wo die Ferien vorbei sind und alles. Naja. Der Wolf jetzt und, vor Ostern, hallo. Der Wolf und der Löwe, ein tierisches Drama über eine junge Frau, die in den kanadischen Wäldern einen Wolfswelpen und ein Löwenjunges findet und behütet. Ach du großer Gott. Das sieht aber süß aus, da habe ich den Trailer auch gesehen. Ja? Ja. Ein Tierfilm. Okay. Rubrik Tierfilm. Drei Etagen. Die Bewohner eines dreietagischen Hauses begehen Fehler, die ihr Leben verändern wird. Hä? Nanni Moretti adaptierte für dieses Drama erstmals einen fremden Stoff. Okay. Konsumierte wahrscheinlich einen fremden Stoff. Okay, drei Etagen. Wenn ich eine Vermutung äußern darf, es gab offensichtlich eine Dreiecksbeziehung, wenn ich das Poster richtig deute. Da hat wahrscheinlich wow. die von oben mit der unten und umgekehrt. Naja. Jetzt aber. Petite Maman, als wir Kinder waren, Céline Sciamma erzählt eine bezaubernde Geschichte über die Kindheit, Mütter und Töchter. Ja, mehr wissen wir dazu nicht. Okay, dann läuft noch Ahets Knie. Ein israelischer Regisseur wird in der Wüste mit seinem Zorn, seinen widerstrebenden Gefühlen für seine Heimat und seiner Trauer über den Tod seiner Mutter konfrontiert.
Drama von Nadav Lapid. Okay. Jump Darling. Von Philipp Connell. Drehbuch Philipp Connell. Russell tritt zumeist als Drag Queen Ginger Snaps auf, doch mehr und mehr kommt er darüber ins Grübeln, ob er diesen beruflichen Weg weiter beschreiten soll. Darüber hinaus ist Russell mittellos und flüchtet vor seinem herzlosen Freund, um bei seiner Großmutter Margarete unterzukommen. Hier wird ihm jedoch schnell bewusst, dass seine Oma kaum noch in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern. Okay, klingt nach einem Sneakfilm. Ja, genau wie der nächste. Mein Vater, die Wurst. Belgischer Kinderfilm, in dem ein Vater seinen Traum von der Schauspielerei erst im späten Alter realisieren will, als Wurst in einem Werbespot. Von Anouk Fortunier mit Johann Eldenberg, Savannah van den Drisch und Hilde de Berdemaeker. Okay. Wie heißt die? Hilde de Berdemaeker. Okay. Berdemaeker. Aber meine Hassschauspielerin spielt nicht mit. Hab gerade hier bei IMDb geschaut extra. Ach, da kannst du ihn ja angucken. Nicht unbedingt. hier, was haben wir da? Diane Kruger spielt da nicht mit, ne? Das ist Diane Kruger. The A-Man and the Sea City. Deutschland steckt im Lockdown. Eine Neonazi-Terrorgruppe möchte die bedrohliche Ruhe durch die Corona-Pandemie für sich nutzen, um einen Anschlag in München durchzuführen. Es bleibt jedoch einzig und allein bei den Planungen. Nicht nur, weil die Truppe einfach zu unfähig ist, sondern weil sie sich schnell untereinander zerstreiten. Hinzu kommt eine unerwartete Begegnung mit Gott, die die Neonazi-Clique zusätzlich extrem verwirrt. Ah, ich weiß nicht, ob ich eine Komödie über Neonazis, über solche Idioten angucken will. Ich glaube nicht. Ich habe da eine Frage. Ja? Die Frage, die ich hätte, wäre, scheint die Sonne eigentlich auch für Nazis? Weil ich könnte es nicht verstehen. Oh Mann, oh Mann. Also, jegliche Terroristen braucht keine Sonnenschein hier. Alles klar, das war's dann auch schon mit den Kinostarts diese Woche. Ich glaube, wenig, oder? Naja, wenig vor. Jetzt laufen ja noch ein paar gute Sachen an. Und nächste Woche haben wir dann, glaube ich, ein paar, zumindest einen Top-Blockbuster, der zumindest so gehypt wird. Mal schauen. Okay, dann sind wir ja schon in dem Bereich Serien. Na, gehen wir doch mal rüber in das Amazon Prime Atelier, schätze ich mal. Serien. Star Trek Picard. Die neue Staffel. Also zumindest mal die ersten zwei Folgen sind da, denn die ist ja schon letzte Woche gestartet. Und ich habe euch ganz exklusiv diese zwei Folgen angeguckt. Naja, exklusiv, ihr könnt sie ja auch alle selber so gucken. Und ich mag's. Diese ersten zwei Folgen sind richtig gut. Was ist denn da jetzt der Story-Hook bei der zweiten Staffel, bei der ersten? Ach du. Ist das jetzt was anderes? Ich sage nur ein Wort. Beziehungsweise. Q. Oder ein was? Buchstaben. Ah. Q. Okay. Und die Borg. Okay. Im Endeffekt ist es so, nach den Ereignissen der ersten Staffel sind alle so ein bisschen, also die ganze ursprüngliche Crew von der ersten Staffel sind so ein bisschen verstreut. Jeder geht zu seinen Dingen nach. Jean-Luc ist auf seinem Weingut und baut Wein an. Seven ist unterwegs und versucht zu helfen, wo sie helfen kann, indem sie irgendwelche, in dem Fall, in der ersten Folge sind es jetzt so Gesundheitsgüter, also Medikamente und so, an weniger privilegierte Menschen ausliefert und irgendwelche Leute, die sich im Streit befinden. Also sie versucht einfach anderen Leuten zu helfen. Der Chris, der hat ein Kommando, der fliegt jetzt, es hat jetzt ein eigenes Schiff bei der Flotte und habe ich gar nicht. Die wollte gerade sagen, Blonde, ist mir neu. Die Wissenschaftlerin und die ich nenne sie liebevoll die Tochter von Data, sind unterwegs, um mehr so als, also sie arbeitet so als eine Art so eine Botschafterin, die eben nach dem Verbot der Androiden, das wurde ja aufgehoben, jetzt in die Welt hinausgeht und alle davon überzeugt, dass alles gut ist und dass sie gut sind und dass nichts Böses passiert. Sie ist also quasi eine Art Botschafterin
Und ja, jeder geht so seine Dinge nach. Dieser junge Kerl, den, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, den Picasso unter seine Fittiche hatte, der ihn so beschützt hat, der mit diesem Schwert, der geht auf die Akademie und alles ist eigentlich gut, bis dann eines Tages ein Ereignis stattfindet. Es gibt eine Unregelmäßigkeit im Weltraum und darauf stößt der Chris und erstattet dann Bericht und sie versuchen dann rauszufinden, was diese Anomalie ist und aus dieser Anomalie dringen Stimmen und diese Stimme sagt immer das Gleiche und sie sagt, hilf uns, Picard. Daraufhin wird dann natürlich Picard gerufen und versucht dort zu helfen und rauszufinden, was da los ist und was das ist. Und dann antwortet er quasi auf diesen Hilferuf. Und durch diese Anomalie kommt ein Borgschiff. Helfen Sie uns, Obi-Wan, Sie sind unsere einzige Hoffnung. Nein, ja. Kommt ein Borgschiff. Helft mir, Obi-Wan. Geflogen. Und dann ist alles dunkel. Und jeder wacht wieder auf und ist irgendwo anders. Und ist verborgt. Nee, ist in einer anderen Realität. Oh nein. Erik. Es gab einen Zeitsprung. Q hat böse Sachen angestellt und hat die Realität verändert. Und sie wachen auf und sind die einzigen in dieser Realität, die sich daran erinnern, was vorher war. Was ja typisch ist für Q-Sachen. Und sie leben in einem totalitären Staat, in dem die Menschheit sich als oberste Rasse definiert und alle anderen Rassen vernichten will. Und angeführt wird das Ganze von Seven, die jetzt natürlich keine Borg mehr ist oder Teil Borg mehr ist, sondern ein Mensch. Es lohnt sich, einzuschalten. Und Picard. Aber natürlich wachen die beiden auf und wissen gar nicht, was los ist. Wo sind sie hier? Und müssen sich jetzt in diese Realität einfügen, um rauszufinden, was ist passiert, ohne auffällig zu werden und versuchen zurückzumachen, was passiert ist, also was Q angestellt hat. Und das, was sich alles irgendwie ein bisschen Banane anhört, ist richtig gut. Was sich alles Banane anhört, ist auch so. Nein, das ist wirklich gut. Ich habe von der ersten Staffel alles vergessen. Ich wüsste nichts mehr. Was du jetzt gerade gesagt hast, war mir alles neu irgendwie. Aber warum haben die ein Schiff geborgt? Das habe ich nicht verstanden. Aber ich werde mal reingucken in die zweite Staffel. Warum macht ihr euch über meine Serien lustig? Nee, mach ich doch gar nicht. Ich hab nur bei mir selber festgestellt, ich habe von der ersten Staffel irgendwie nichts behalten. Irgendwie ganz schlimm. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ich werde auf jeden Fall reingucken in die zweite Staffel. Gibt es am Anfang mal so was vorher geschah? Okay. Also ich habe so gemacht, ich habe die letzte Folge der ersten Staffel nochmal angeguckt. Aber es wäre nicht notwendig gewesen. Es gab ein, was bisher geschah. Ah, sehr gut. Ja. Brauche ich. Sehr, sehr gut. Aber Moment, also das, was bisher geschah, bezieht sich das dann nur auf die erste Staffel Picard oder alles, was mit Picard je war? Nee, nur die erste Staffel Picard. Oh je. Okay. Ja, ich frage nur. Was bisher geschah, ist die erste Folge, sozusagen. Was bisher mit Picard geschah. Okay, nee, ich wollte mal sicher gehen. Klingt spannend. Wirklich vor allem, was du erzählst, dass hier, was weiß ich, mit Borg und mit das und das. Das klingt so, als wäre das die ganze Staffel, aber das sind die ersten zwei Folgen, die du gerade berichtet hast. Das ist ja krass, was da alles abgeht. Und ich fand ja die erste Staffel schon sehr cool, aber die zweite, die fängt schon viel bombastischer an, was richtig Spaß macht. Ja. Macht mir Lust drauf, werde ich mal reingucken. Ja. Ich habe es ja ein bisschen erstmal ignoriert, weil die ja so einen komischen Deal gemacht haben mit diesem Paramount in den USA und wollten es erstmal nicht nach Deutschland und bla und hast du nicht gesehen und so. Deswegen habe ich da erstmal gar keinen Bock drauf gehabt und auch wo ich gesehen habe, dass es das schon gibt, habe ich gedacht, nö, mit mir nicht. Ja, weil ich musste. Guck selbst. Ich musste auf Twitter den Hashtag muten hier, PK und so, weil da schon welche von denen, die ich in den USA folge, schon was geschrieben haben. So, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will das auch zur gleichen Zeit sehen wie alle. Ja, naja. Nee, aber hat mir Lust gemacht, werde ich reingucken. Cool. Ich werde auch auf jeden Fall noch reingucken. Dann, ist ja klar. Ja, sehr gut. Dann bei mir nur ganz kurz mal: Suspicion hattest du ja schon empfohlen, Kate. Ja. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber ich finde es gut. Ich glaube, das ist der Sinn der Serie. Es ist echt gut gemacht. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Gute Darsteller und es macht
es ist irgendwie spannend, ich weiß bloß nicht warum, weil irgendwie... Ich muss die Folge von gestern noch angucken. Nee, soweit bin ich ja noch gar nicht. Ich habe irgendwie 3 oder 4 Folgen oder was dann. Ja. Weil wir besprechen das in der nächsten Fortsetzung folgt, da wäre ich dann noch... Das sind auch so Sätze, die man nicht im Schlafzimmer hören will. Aha. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber ich finde es gut. That's what she said, ne? Genau, dann noch ganz kurz, also nur, ich kann deine Wertung voll und ganz bestätigen und das Suspicion unbedingt mal reingucken. Sehr schön. Und wo lief das gerade, wo habe ich das geguckt? Apple TV. Apple TV, genau. Ach, Apple TV, ja. Irgendwie merkt sich Apple TV nicht, wo ich aufgehört habe. Wenn ich mitten in der Folge aufhöre, die fängen jedes Mal wieder ganz von vorne an, die Folge, das ist ein bisschen scheiße, gerade bei das der... Das kann Sky aber auch. Ja, willkommen in der Zukunft, willkommen in 2022, wir haben das noch nicht hingekriegt, was seit zig Jahren YouTube kann, ja. Also sorry, wenn du sagst, wir kommen in 2022, schauen wir doch mal, was auf der Welt so passiert. Ja. Da brauchst du dich nicht wundern, dass sowas nicht funktioniert. Also. Außerdem, alle, die in den 1900ern geboren sind, oder wie heißt es, 1900s, wird jetzt nicht mehr gesagt, die 80er und 90er, es wird jetzt gesagt, im Jahr 1900. Wir sind alt. Ja, erfahren, würde ich sagen. Reacher. Das sagen alte gerne. Ja, Reacher, die Serie auf auf Apple, auf Amazon Prime läuft. Ja, kann die was? Es gab ja Filme mit Reacher, gespielt von Tom Cruise, die nicht schlecht waren. Wir hatten, glaube ich, einen sogar. Ach nee, habe ich in der Presse vor. Ja, jedenfalls, Reacher, ich habe schlimmste Befürchtungen gehabt, aber die Serie ist cool. Okay. Also, ich habe erst gedacht, das ist so der Fall der Woche. Reacher kommt in irgendeine Stadt, räumt da ordentlich auf, zieht weiter zur nächsten Stadt, räumt da auf und so weiter. Hier geht es aber um einen Mordfall, der passiert ist in so einer Kleinstadt irgendwo im Mittleren Westen in den USA. Und er kommt so ein bisschen rein in die Stadt, wie damals Rambo in dem ersten Film, wo ihn alle eigentlich gar nicht da haben wollen, weil er Unruhe mitbringt und so weiter. Und ja, es stellt sich dann sehr schnell raus, dass der Verstorbene ist auch jemand, der ihm nahe stand und so weiter. Und er ist halt Ex-Militär, er kann einiges, ja, gute Kampfszenen. Wird gespielt von Alan Richson, den ich vorher nicht kannte. Und er räumt da ordentlich auf. Und der ganze Krimi-Effekt und so ist auch sehr witzig, was da so passiert, wie die dann so ermitteln und wie die vorgehen. Die Darsteller sind eigentlich auch ganz cool und ich mag das irgendwie. Ich weiß noch nicht warum so recht und ich weiß noch nicht so recht, in welche Richtung es geht. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Folgen geguckt und ich finde es aber eigentlich ganz gut. Es ist wesentlich besser als erwartet. Ich liege da so momentan so bei 7 Punkten und das werden wir auch in der nächsten Folge Fortsetzung folgt mit besprechen. Ja. Genau, das nur mal ganz kurz. Und dann gehen wir weiter in die Rätselecke. Wo haben wir denn hier den Jingle? Hier ist er. Rätselecke. Bin ich kurz oder klump? Okay, muss ich ja nochmal gucken hier. Wo haben wir den? Ich glaube, ich auf der Taste hier. Kurz oder klump? Bevor wir in die Rätsellecke einsteigen, muss ich ganz kurz reingrätschen. Ich habe ein Rätsel für alle Hörerinnen und Hörer und auch für alle hier Anwesenden. Und zwar, das ist ganz arg wichtig. Und zwar ist es ein relativ einfaches Rätsel, weil nämlich jemand aus dieser Podcast-Runde am letzten Montag Geburtstag hatte. Wer ist es? Hä? Derek! Keine Ahnung. Heinz Rühmann. An dieser Stelle nochmal alles Gute zum Geburtstag. Danke. Nachträglich, lieber Erik. Heinz Rühmann. Also, ich hab dir ja schon vor Ort. Und Tommy Horner. Okay. Stand damals immer in der Bravo drin oder so, wann die Geburtstag haben. Ja, aber das sind ja alles kleine Lichter im Vergleich zu dir. Also deswegen, damit auch die Welt da draußen das auch nochmal gehört hat, der Erik hatte Geburtstag. Danke. Und es gab einen Kinosaal, der gesungen hat. Ja, leider. Die wurden angestachelt von einem Sneak-Moderator. Ja, na gut. Ja. Der die Massen bewegen kann. Also nicht nur seine Masse, sondern auch andere Massen. Ja, so. Und es gab ein Bilderrätsel. Jetzt aber, Guts oder Klump? Genau, weil ich Star Trek Picard so toll finde gerade und habe ich 3 mögliche oder nicht möglich wahre Fakten über Patrick Stewart. Okay. Und ihr müsst mir sagen, was davon wahr ist und was nicht. Denkt an, Erik, heute ist alles falsch. Also, Patrick Stewart ist ja Brite. Hm. Ne, wisst ihr? Ne? Also der ist das schon die Frage? Ja, richtig. Ja, ist er. Und ursprünglich war er die allererste Wahl
für die Rolle des Willy Wonka in Charlie und die Schokoladenfabrik. In dem Film von Tim Burton oder im Theaterstück? Ja, nee, im Tim Burton-Film. Von Willy Wonka? Ist das wahr oder falsch? Da sag ich mal nein, weil Tim Burton dreht immer mit Johnny Depp. Dann sage ich jetzt einfach, um dagegen zu wirken, sage ich ja, wache. Tut mir leid, Erik hat recht. Es ist falsch. Es war tatsächlich. Er war mal im Gespräch, aber er war nicht die erste Wahl. Fakt oder Fake Nummer 2? Patrick Stewart ist großer Formel 1-Fan. Wahr oder falsch? Jetzt kriegst du erst dran. Jetzt muss ich zuerst. Ich würde sagen. Oh, warte mal. Ja, ist er. Hätte ich aber auch gesagt, weil ich meine, den mal gesehen zu haben in der Boxengasse irgendwo. Ja, so geht es mir nämlich auch gerade. Beim englischen Grand Prix. Das ist tatsächlich korrekt. Und er ist auch selber begeisterter Rennfahrer und versucht auch selber ab und zu mal Rennen zu fahren. Wobei das, je älter er wird, immer schwieriger wird. Also das ist wahr. Es steht 2-2. Oh mein Gott, das heißt, es wird gleich richtig spannend, weil wenn ich jetzt den Ausgleich schaffe, gibt es die Schätzfrage. Und die Schätzfrage ist, wenn man alle Haare auf Patrick Stewarts Kopf zusammenzählt, wie lang sind sie? Ja. Geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Wurst. Also, Frage Nummer 3. Wahr oder nicht? Patrick Stewart dachte, dass er gefeuert wird während der gesamten Aufzeichnung der ersten Staffel Raumschiff Enterprise. Sag ich mal ja, könnte er gedacht haben, weil das war ja ein bisschen so was Neues, was die da gemacht haben. Es war ja nicht so dieses, vorher gab es ja nur mit Captain Kirk und so, das war ja eher actionmäßig und hier war es eher ruhig und er kam ja aus dem Theater vorher, hat ja vorher nichts gemacht. Denke ich ja. Dann sage ich auf jeden Fall nein, um die Chance zu behalten, dass ich doch noch den Ausgleich schaffen kann, weil sonst habe ich ja verkackt jetzt. Das tut mir sehr leid. Der Erik hat gewonnen. Denn er hat tatsächlich gedacht, dass er jeden Tag gefeuert werden kann und hat deswegen auch seinen Koffer nie ausgeräumt. Okay. In seiner Garderobe. Deswegen hat er sich immer nur Tee bestellt und nichts zu essen, weil es hätte zu lange gedauert zum Gehen. Tea, Earl Grey, hot. Sehr schön. Ein Star Trek-Rätsel. Glückwunsch, Erik. Danke, danke. Hast du jetzt noch eine Star Trek-Schätzfrage, die du heute verbraten willst? Oder nö, die hebe ich mir okay, auf. Super. Okay, dann bin ich ja beim nächsten Mal schon wieder dran. Ha, macht euch auf was gefasst, ey. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mache, aber... Es wird hart. Okay, dann gehen wir noch mal ganz in die sonstigen. Wir haben nämlich einen Kommentar bekommen, diesmal über Twitter. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass mir ein alter Film in Erinnerung war, wo ein Junge ein Computerspiel macht und darin sehr gut wird und dann von einer... ja, von irgendwelchen außerirdischen Mächten oder von irgendwelchen Rebellen da im Weltraum geholt wird, um für die zu kämpfen. Und da hat der Frank, ein geschätzter Hörer, hat mir auf Twitter geschrieben oder hat gefragt, ob es der Film Starfight ist. Und ich habe dann mal nachgeschaut, ich habe jetzt gar nicht gewusst, was er meint, weil ich gar nicht bewusst war, dass ich irgendwie auf Twitter was geschrieben habe oder so. Aber dann, habe ich nachgeschaut und ist mir eingefallen, ach ja, stimmt, der meint den Film, den ich gesucht hatte. Und tatsächlich, es handelt sich um den Film Starfight oder, also im Deutschen heißt er Starfight und ich glaube im Original heißt er The Last Starfighter von Nick Castle. Und da geht es genau darum, dass der Alex, der spielt das Arcade-Game Starfighter sehr gern und eines Tages nähert sich ihm ein Mann namens Centauri und er offenbart, er sei der Erfinder des Spiels und die haben den damals irgendwie auf die Erde gebracht. Und Achtung, der Centauri fliegt dann mit Alex zusammen in einem DeLorean durch das Weltall. Und die bringen ihn dann dahin und so. Also wenn ihr den Film nicht kennt, warte mal, er hat mir den Wer streamt S-Link geschickt. Ach, tut mir leid, den gibt es nirgendwo. Aber ich guck mal, vielleicht habe ich den sogar, ich könnte den auf DVD noch haben. Da muss ich mal im Keller meine alte Umzugskiste oder so. Weil irgendwie kommt mir bekannt vor. Auch das Cover, vielleicht habe ich den. Dann werde ich euch mal ausleihen. Okay, das war's zu den Kommentaren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Kommentare da lassen möchtet, wenn ihr sagt, ach krass, Klassenfahrt, die Leute, ey, die haben ja keine Ahnung hier, das ist so gut, ey. Dann kinocast.net ist eure Anlaufstelle, nutzt da die Kommentarfunktion oder die üblichen Kontaktkanäle, die findet ihr auch auf kinocast.net in dem Beitrag. Könnt ihr auch hier die Person direkt anschreiben. Jeder hat Social Media Accounts veröffentlicht und
gucken wir mal in den Bereich Musikecke und packen mal ein bisschen was auf unsere Playlist drauf, die ihr abonnieren könnt bei Spotify. Music. Was haben wir denn da Schönes? Kate, hast du was zum Thema Captain Picard? Nö, ich habe ein anderes Lied, was mir gerade ständig unterkommt, was ich übrigens sehr, sehr süß finde. Und der Text ist sowohl traurig als auch schön. Und zwar von M. Byhold, Numb Little Bug. Okay, kenne ich nicht, werde ich nachher mir gleich mal anhören, wenn ich es auf die Spotify-Playlist packe. Chris Staines kenne ich auch. Doch, den Titel, den Namen, die Sänger kenne ich nicht, aber kennen, ich glaube, ja. den Titel lese ich gerade, ja. Ja, wobei das, ich das sehr lustig finde, weil ich hatte, irgendwie kam mir diese Woche dieser Song mal wieder in die Ohren oder ins Ohr. Und dann habe ich nach einer schönen Version geschaut und irgendwie kam vor ein paar Tagen von I Can See Clearly Now eine Akustikversion von Bailey Rushlow zusammen mit Paul Canning raus. Und deswegen setze ich die direkt drauf, weil ich finde die sehr schön und sehr gelungen. Und ja, ein sehr schöner Song. Coole Sache. Und ich habe letzte Woche mal eine Doku geguckt über John Bon Jovi. Und da kamen natürlich jede Menge Lieder, die er zusammen mit seiner Band Bon Jovi gemacht hat. Summer Cowboy. Zum Beispiel. Ne? Und on a steel horse I ride. Was ich dato noch gar nicht wusste, also die beste Freundin von einer Ex-Freundin von mir, die war totaler Bon Jovi-Fan und so weiter. Und die hat immer so geschwärmt. Ich dachte immer, ach komm, das ist doch nur so simpler Rock und sowas. Ne? Ah nee, es steckt schon wesentlich mehr dahinter. Und auch so, die haben dann so beschrieben, wie sie Texte geschrieben haben und was da alles für Einflüsse drin waren und so weiter. Deswegen packe ich mal drauf Bon Jovi, It's My Life und möchte mal die Dokumentation empfehlen. Ich habe ja Bon Jovi schon live in München gesehen. Echt? Ich? Cool. Und ich in Stuttgart. Olympiastadion. Echt? Oh, in so großen Ding. In der Mercedes. Ich habe ihn in der Mercedes-Benz Arena gesehen. Okay, coole Sache. Also Bon Jovi habe ich noch nicht live gesehen. Ich habe schon viel live gesehen, aber den noch nicht. Ist ja auch erstmal nicht mit Touren. Obwohl, jetzt geht es, glaube ich, langsam wieder los. Jetzt mit Touren, ne? Ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl. Ich meine, Corona ist jetzt offiziell vorbei, obwohl die Zahlen hochgehen. Nein, am 20. ist am 20. ist Corona ist vorbei. Ja. Und ich freue mich auf diesen Moment da. Das habe ich, glaube ich, vorher euch schon gesagt hier mit. Dann trotzdem Maske unterwegs sein. Wenn es dann heißt, warum hast du die Maske auf? Ich lasse mir doch von der Regierung nichts sagen. Ja, mal sehen. Ich glaube, am 1. April oder sowas wäre mein erstes Konzert wieder in Stuttgart. Oh, am 1. April ist ein ganz wichtiger Tag. Wieso? Weil ab 1. April gibt es von Dr. Oetker für kurze Zeit die Fischstäbchenpizza. In Zusammenarbeit mit IQ. Und die muss man. Fischstäbchenpizza, die muss man unbedingt holen. Fischstäbchenpizza, absolutes Ding. Okay. Es ist ein Ding. Es ist kann man ein die Ding. Nicht selber machen? Kann man auch selber machen, klar, aber warum selber machen, wenn man alles schon perfekt zusammen geliefert bekommen kann? Hat der Chris bereits schon mal selber gemacht. Okay. Ja. War sehr geil. Nee. Also, ich hatte mir die Nudelpizza mal gekauft, wenn ich diese. Hätte die, wo Nudeln drauf sind. Bisschen, da ja, das war ganz okay. Pizzapasta, das finde ich ein bisschen seltsam. Aber am meisten mag ich diese große Pizza. Da gibt es auch so eine Veggie-Variante da mit Rucola und so. Die ist echt ganz gut hier. So eine, wie heißt die? Gustavo Gusto, glaube ich. Jetzt haben wir genügend Namen hier genannt. Gustavo Gusto, top. Beste. James Blunt übrigens am 1. April. Ist noch nicht abgesagt. Martin Schleierhalle, Stuttgart. Bin dabei. Viel Spaß. Falls es geht. Mal gucken. Auf jeden Fall mit Maske. Und ohne Stroh. Gehabt euch wohl, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald. Tschüss. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt drauf, dass wenn die Maskenpflicht fällt, dass ich wieder immer noch mit Maske einkaufen gehen werde. Und wenn es dann heißt, hey, warum trägst du eine Maske? Du musst doch nicht alles machen. Warum liegt dann sage ich, ich muss doch nicht alles machen, was die Regierung sagt. Ach so. Oder du sagst, wenn dich jemand fragt, warum hast du eine Maske an, sag, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich muss sagen, sorry, ich war vorhin bei so einem Gangbang und da haben wir gefilmt und habe ich vergessen. Gangbang. Gangbang. Der Kinocast.